Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen im Schader Forum Scooter, Wheels and Boards, digitale Bürgerpartizipation zur Förderung der Mikromobilität. Diese Veranstaltung stellt Forschungsergebnisse von PEGI vor. Ob es PAGI, PAGI oder PEGI, PEGI heißt es. Ich habe mich eben nochmal aufklären lassen, wie man es richtig ausspricht. Also PEGI, bezüglich der Gestaltung von Beteiligungsprozessen mit neuen digitalen Partizipationsformen. Partizipation ist als Thema und als Sujet allein schon anstrengend genug und in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren sicherlich einem enormen Wandel in der sowohl wissenschaftlichen Betrachtung als auch bürgerschaftlichen Anwendung unterzogen. Das Ganze dann noch am Thema Mikromobilität aufzumachen, ist schon fast etwas mutig, denn das ist ein Thema, das doch durchaus kontrovers diskutiert ist. Ich möchte einen ganz kurzen Einstieg nehmen mit ein paar Schlaglichtern darauf. Mail vom 7. März 2023 an die Schader Stiftung als Veranstalterin des heutigen Abends. Guten Tag, Frau XY. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann zum Thema nur mitteilen, dass diese Dinger überflüssig sind und nur Absatzbringer für bestimmte Produzenten oder Verleiher. Es ist eine Mode wie die Sneaker, die für absolut fantastische Preise verkauft werden und sie werden trotzdem oder gerade deswegen gekauft. Völlig irre. Ansonsten ist es doch so, dass Mann, Frau zwei Füße hat und laufen kann, was zunehmend in Vergessenheit gerät, oder mit dem ÖPNV fahren, längere Strecken sowieso mit dem bösen Auto, weil man da was einladen oder auch mehrere Personen spontan transportieren kann. Relativ preiswert, sicher und wettergeschützt. Sie können diese Stellungnahme verwenden. Zur persönlichen Teilnahme an der Mikromobilitätsuntersuchung habe ich weder Zeit noch Lust. Schade, eine Person weniger. FAZ vom 11. März 2023. Immer diese Roller. Ich zitiere nur den Eingangssatz. Mal angenommen, E-Rollerfahrer wären ganz normale Verkehrsteilnehmer, was ja nahe liegt, weil niemand zu einem besseren, schlechteren oder eigenartigen Menschen wird, nur weil er oder sie mit dem Auto zur Arbeit fährt, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Schon der Volksmund und die Lebenserfahrung sagt, dass es immer solche und solche gibt. Ja, was wäre es denn, wenn E-Rollerfahrer, wenn Nutzer von Mikromobilität und Nutzerinnen das Gleiche wären wie andere? Ich erspare Ihnen, wie es weitergeht. Es ist eine hübsche Polemik. Die wunderbare Polemik von Sascha Lobo, wie E-Scooter in Deutschland eingeführt werden, von 2019, verlinken wir gerne nochmal. Es ist fast eine Blaupause zur Diskussion der letzten 4 Jahre über die Frage von politischem und bürgerschaftlichen Blick auf solche Dinge. Und er hat einige Monate später dann im Spiegel in seiner Kolumne einen ganz luziden Blick darauf geworfen, warum denn diese Formen von Mikromobilität in der Wahrnehmung von Bürgerschaft solche Emotionen auslösen. Er hat das schöne Bild geprägt von den kleinen Geschwistern. Die Fahrräder sind die großen Geschwister, die über Jahre sich erkämpft haben, dass sie ein bisschen bessere Wege bekommen, ein bisschen bessere Servicestationen, mehr gesellschaftliche Anerkennung, mehr Aufmerksamkeit, ein größeres Volumen an verschiedenen Angeboten. Und jetzt kommen diese frechen kleinen Geschwister hinterher in Form von Boards und Wheels und Scootern und nehmen die gleichen Rechte in Anspruch und partizipieren an den gleichen Formaten. Und dazu noch in Städten, denn in Städten braucht kein Mensch einen E-Roller. Wenn ich mit meinem eigenen Fahrrad brauche, bin ich der Letzte, der einen Anspruch darauf hat. Wir haben also ein komplexes System, das aus der Frage von einer Beteiligung im politischen Bereich besteht, einer Partizipation im ökonomischen Bereich. Wer nimmt eigentlich teil an welchen Formen von Mikromobilität und wer benötigt sie? Und wer benötigt sie gerade nicht, gerade in verdichteten Räumen, aufgrund des Eigentums eigener Funktionsformen? Da geht es gar nicht ums Auto, sondern gerade um Fahrrad beispielsweise. Und um die Frage von tatsächlichen Nachhaltigkeitsfragen in Produktionsfragen, in Anwendungsfragen und Dauernutzung und letztlich auch in der Frage des Eigentums, wie viel Mobilitätsressourcen brauche ich eigentlich im ständigen Gebrauch als eigenes. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Wir befinden uns in einem Zoom-Webinar. Das heißt, es sind uns Personen zugeschaltet, die wir auch zuschalten können, einzeln für Statements. Wir sind hier im Raum zusammen. Wir werden dieses Meeting aufzeichnen. Das heißt, wir wollen daraus einzelne Beiträge auch verwenden. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich begrüße unseren Stifter, Herrn Schader, ganz herzlich. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind online. Ich danke ganz herzlich für die Kooperation für heute und dafür, dass wir dieses tolle Projekt hier in der Schader Stiftung präsentieren dürfen. Ganz herzlichen Dank an die Technische Universität in Darmstadt, vor allem
Frau Professor Knott, liebe Michelle, herzlichen Dank, dass du auch an dieser Stelle den Weg hierher gefunden hast, um das als Forum in die bürgerschaftliche Diskussion in Darmstadt und weit darüber hinaus einzuspeisen. Und dem Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung, dem IGD, da uns ja Menschen von außerhalb zugucken, eins von drei Fraunhofer Instituten in Darmstadt, auch ein Hinweis darauf, wie nicht nur technische Forschung in Exzellenz geschieht, sondern gleichzeitig diese technische Forschung und Anwendungsforschung eben auch in dieser Wissenschaftsstadt in einem Dialog mit Praxis und mit Bürgerschaft geschehen kann. Herzlichen Dank an das ganze Team, vor allem an Christine Kittkart für den Aufbau, für die Vorbereitung dieser Veranstaltung, an meine Kollegin Tatjana Soto-Bermudez für die Vorbereitung und Alexander Hinz an der Technik. Wir werden erst Kurzvorträge hören. In der Pause können dann hier im Raum für diejenigen, die da sind, die Multitouch-Tische ausprobiert werden. Danach geht es aufs Podium und für alle, die hier sind, gibt es noch einen Ausklang bei Wein und Wasser, bei Ihnen zu Hause vielleicht auch, aber dann nicht mit unserem Wein. Insofern seien Sie herzlich willkommen hier und eine letzte Einladung noch: am 23. März wird hier im Raum die Ausstellung zum Unwort des Jahres 2022 eröffnet. Das Unwort des Jahres 2022, Klimaterroristen, nicht ganz weit weg von Themen, die wir heute auch haben. Jährlich gibt es ja eine Ausstellung von FotografInnen aus Darmstadt, diesem Jahr in der Schader-Galerie gegenüber, am 23. März hier im Haus die Eröffnung. Seien Sie auch dazu ganz herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt auf die Frage von Partizipation zur Mikromobilität und übergebe an Michelle Knott. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Vielen Dank vor allem an die Schader-Stiftung. Lieber Herr Schader, wenn Sie uns zugucken, vielen, vielen Dank für die wie immer hervorragende Kooperation und die Möglichkeit, hier unsere Ergebnisse vorzustellen, überhaupt die Kooperation über das ganze Projekt hinweg. Das war wie immer fantastisch und schön, dass es Sie gibt, gut, dass es Sie gibt und wir das nutzen dürfen. Vielen, vielen Dank auch an das gesamte Team, Frau Soto, Herr Hinz und natürlich die Alexander, wie immer. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gar nicht so lange Vorreden machen, sondern ich würde mit Blick auf die Technik gleich schon mal anfangen, weil dann kann ich Ihnen gleich vorstellen, wer heute alles hier ist und wer, genau, Dankeschön, wer mit dabei war bei PEGI und ist und Ihnen einen kleinen Überblick geben. Und zwar ist das ein Kooperationsprojekt zwischen TU Darmstadt und IGD, gerade eben schon angesprochen von der Fraunhofer Gesellschaft. Und Sie sehen hier meinen Namen als Projektleitung, aber zusammen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Linke von der TU Darmstadt. Und Sie sehen hier unsere quasi Lehrstühle. Herr Linke zuständig für Landmanagement mit seinen Mitarbeitern. Wir als Politikwissenschaftler und IGD vor allem für die Technik, wie Sie gleich sehen werden. Und ich fange an und führe Sie quasi fließend mit der Begrüßung ein bisschen ein. Und dann übernimmt Jana Stahl, die zusammen mit Luisa Ritter das Projekt begleitet hat. Nee, dann erst Veneta Ivanova, so rum, IGD, die mit Benjamin Abt zusammen die Technik quasi für die Multitouch-Tische gemacht hat. Und dann Jana Stahl für das Landmanagement. So, jetzt gucke ich mal, ob das auch geht. Kann ich weiterklicken? Ah, ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich's. Genau. Was haben wir da gemacht in dem Projekt? PEGI, es geht um digitale Partizipation und wir haben uns gefragt, wenn man eben genau Mobilität verändern möchte in einer Stadt, wenn man Mikromobilität verändern möchte, eben genau diese Frage, die Alexander gemeint hat, ja angesprochen hat. Brauchen wir diese Scooter überhaupt? Will die überhaupt jemand? Ist das vielleicht ein gutes Geschäftsmodell, das uns aufgedrückt wird, etc., etc., egal um was es geht. Wie nehmen wir die Bürger so mit, dass das, was die Stadt dann tut, auch akzeptiert wird, wie dass es quasi mitgetragen wird, dass die Leute sich auch fundamental in ihrem Verhalten ändern. Wie kann man das befähigen oder wie kann man die Leute dazu befähigen, wie kann man diesen Prozess besser aufsetzen? Und die Frage ist, naja, machen wir einen Partizipationsprozess? Machen wir den digital, machen wir den analog und wie setzen wir überhaupt den Gesamtprozess auf, um hier ein Stück weiterzukommen? Und wenn wir über Partizipation reden, ist immer die Frage, was ist das eigentlich? Was die Städte hauptsächlich machen, ist sehr viel Information.
Also, ne, es soll irgendwie in der Straße was geändert werden. Es gibt eine Informationsveranstaltung der Stadt und es ist von der Stadt unidirektional in die Bürgerschaft hinein eine Information. Dann kann man nachfragen, aber mehr eben auch nicht. Eine etwas bessere Stufe, eine höhere Stufe ist dann die Konsultation. Das heißt, die Stadt fragt die Bürger, wie wäre es denn, habt ihr Vorschläge, was kann man dann machen? Aber es ist auch hier, es ist zwar ein Hin und Her, also die Stadt fragt, die Bürger antworten, aber es ist kein Miteinander. Und eine höhere Stufe, die wir quasi in den Mittelpunkt unserer Forschung gestellt haben, ist die der Mitgestaltung. Es gibt viele Begriffe dafür, Joint Ownership, Gott weiß was, aber Mitgestaltung können wir auch nehmen heute. Das heißt, die machen zusammen was, die gestalten zusammen. Und die Frage ist, wie macht man das, damit das nicht eine Alibi-Veranstaltung wird, nach dem Motto, naja, wir beziehen die Bürger mal ein und dann machen wir danach doch das, was wir wollen. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann ist es fatal, weil dann gibt es keine Zustimmung zu einer Entscheidung, die ja irgendwann natürlich von unserem repräsentativen System, von der Stadt, vom Parlament, vom Magistrat getroffen werden muss. Das war unser Ausgangspunkt. Und jetzt haben wir gesagt, na gut, wo gucken wir hin? Ganz Darmstadt ist uns zu groß, wir picken uns drei Bereiche raus und haben uns drei Quartiere rausgesucht, um eben nicht nur Mikromobilität, sondern auch ein bisschen mehr Mikro quasi forschen zu können. Und die Linken-Siedlung kennen Sie bestimmt und die Heimstätten-Siedlung. Und wir haben als drittes die Mollerstadt, die kennen Sie vielleicht vom Begriff her nicht so genau, wo das liegt. Das ist da, wo das Klinikum ist, Innenstadtbereich. Wir werden gleich auch noch ein bisschen von Jana Stahl etwas mehr darüber erfahren, nur damit Sie sich schon mal darauf einstellen können. Und das Projekt war so aufgebaut, wie wir später auch sagen würden, wie ein idealer Partizipationsprozess auszusehen hat. Und das werden wir in der Podiumsdiskussion auch noch mal diskutieren. Nämlich ich befrage die Bürger in den Quartieren erstmal generell. Wie bewegt ihr euch eigentlich, ob Mikro oder Makro? Also fahrt ihr mit dem Auto, geht ihr zu Fuß, beim Fahrrad, mit dem Scooter, ne? Oder was auch immer. Was tut ihr? Was hättet ihr gerne? Wie zufrieden seid ihr? Was fehlt denn eigentlich, um da schon mal ein Gespür für dieses Quartier oder wenn man das auch in anderen Städten, in kleineren Städten macht, für die Stadt zu bekommen, wenn man das nicht schon weiß? Und meistens weiß man es, glaube ich, nicht so genau. Und dann wurden erarbeitet Optionen, wie könnte man dann quasi, welche Vorschläge könnte man dann machen, was könnte sich ändern. Und wir haben Simulationen, das ist das, was IGD Ihnen gleich zeigen wird, aufgesetzt und dann in zwei Bürgerworkshops ausprobiert, gezeigt den Leuten, haben sie mitplanen lassen, haben schauen lassen, naja, was würden Sie denn sagen, liebe Bürger dieses Quartiers, wo müsste was geändert werden, je nachdem, wir zeigen Ihnen gleich, in welchen Bereichen wir exemplarisch gefragt haben. Und aufgrund dieser Bürgerbefragung würde ich Ihnen gerne nur ein paar Details nennen zu der Frage überhaupt, wie wird denn Partizipation eingeschätzt und wie wird überhaupt, wenn es um Mobilität geht, wie sind die Einschätzungen der Befragten? Und Sie sehen hier, die Quartiere liegen hier nicht sehr weit auseinander. Und das Erste ist, dass allgemein jeder sagt, ja, Mobilitätswende muss sein. Also immer mit dem Auto auch in der Stadt hin und her zu fahren, das kann es nicht sein. Dann in den Details, ne, ob Wheels, Scooters oder doch zu Fuß, ist das was anderes. Aber erstmal ist es positiv. Und dann die Frage im Allgemeinen, bin ich bereit, dafür auch was zu tun? Ich bin bereit, das Auto stehen zu lassen. Ich bin bereit, mit was anderem mich zu bewegen. Da ist man, findet man nicht ganz so positiv, aber auch doch sehr, sehr überdurchschnittlich positiv. Ja, ich möchte was tun. Und dann die Frage, naja, was wissen Sie denn eigentlich über nachhaltige Mobilitätskonzepte? Da wird es schon wieder ein bisschen weniger, aber es ist immer noch relativ gut. Wenn man die Bürger fragt, wie wichtig finden Sie denn das, wenn es jetzt um Ihr Quartier geht, dass Sie beteiligt sind, dass Sie gefragt werden, was soll denn gemacht wird, dann sehen Sie, links ist immer nicht wichtig und rechts ist immer sehr wichtig. Und dann sehen Sie, wenn Sie nur auf die rechte Hälfte quasi schauen, sehen Sie schon, dass es sehr, sehr viele Befragte der Meinung sind, das ist schon eine wichtige bis sehr wichtige Angelegenheit, dass man beteiligt wird als Bürger, dass eben die Scooter nicht kommen, ohne dass ich das will. Dann natürlich die Frage, die sich anschließt, naja, und wie sieht es aus in der Realität? Wie zufrieden sind Sie mit dem, was es da gibt im Moment?
mit der Mobilitätswende erstmal. Und dann sehen Sie schon, es ist jetzt nicht ganz so positiv. Ja, die Mitte ist relativ hoch. Das sind die, die nicht so genau wissen. Das sind die Neutralen. Aber die linke Seite ist ein bisschen höher als die rechte Seite. Und wie hoch schätzen Sie denn ein, dass Sie überhaupt Einfluss haben auf das, was da passiert? Auch da sehen wir so ein bisschen einen Trend nach nicht so richtig hoch. Ja, also man ist ein bisschen skeptisch, ob man wirklich Einfluss hat. Und das haben wir ja gesagt, wollen wir mit solchen Partizipationsprozessen verbessern, damit die Leute auch anerkennen, es gibt einen Prozess, auf den ich tatsächlich Einfluss habe. Wenn auch nicht auf die Endentscheidung, das muss man immer sagen, die Endentscheidung fällt im repräsentativen System, aber auf die Vorbereitung dessen, was entschieden wird. Und wir sehen, dass je höher die wahrgenommenen Einflussmöglichkeiten sind bei der Gestaltung, desto zufriedener sind die Befragten dann auch. Und dann haben wir gesagt, naja, haben Sie denn überhaupt schon mal, ne? Also haben Sie sich schon mal irgendwie beteiligt? Und ja, tatsächlich haben die Leute sich beteiligt, aber eher an Informationsveranstaltungen, was auch damit zusammenhängt, dass die überwiegende Anzahl eben eher diesen Informationscharakter hat. Das ist sehr stark. Und bei einem Bürgerbegehren, was natürlich eine extreme andere Form der Bürgerbeteiligung ist, die wir uns jetzt hier nicht angesehen haben. Der Rest ist eher wenig Beteiligung bis jetzt. Und wenn wir mal gucken, na, was sind denn das für Leute, die sich da geäußert hat, die diese Beteiligungsprozesse wahrnehmen, die sind, egal männlich, weiblich, deshalb haben wir hier ein Pärchen, die sind immer etwas älter, sie sind verheiratet, sie haben Kinder, sie haben auch meistens ein höheres Einkommen, sie haben eher eine linkere Einstellung, sie sind auch in anderen Formen engagiert, also nicht jetzt nur im Bereich Mobilität, und sie sind politisch eigentlich sehr interessiert. Das ist die Klientel, mit der wir rechnen müssen, wenn wir Beteiligungsprozesse machen. Vor allem ist sie das, wenn wir analoge machen. Wir hofften oder wir haben eben darüber geforscht, ob sich denn das auch ändern lässt, wenn man das digitaler macht und vielleicht ein bisschen anders, ne? Wenn man mal eine App hat, wo man sich beteiligen kann. Wenn Sie sich dann da beteiligt hatten, war dann noch die Frage, waren Sie denn jetzt zufrieden? Wie war das? Ne? Und da sieht man, naja, ausgewogen einigermaßen. Einige, die waren weniger, andere mehr. Und wir hoffen, dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, das zu ändern. Und deshalb haben wir Sie auch gefragt, wenn Sie noch nicht waren oder wenn Sie so ein bisschen mit sich tragen, Sie würden gerne, aber haben es noch nicht geschafft, was würde Sie denn motivieren, eher zu uns zu kommen oder sich irgendwie zu beteiligen, auch digital? Und dann sieht man, die links sind die, die noch nirgendwo teilgenommen haben, die würden sich vor allem einen leichteren Zugang, vor allem durch digitale Formate erhoffen. Also diese Hürde, gehe ich da jetzt hin oder mache ich das jetzt oder nicht, die würden sie gerne ein bisschen flacher haben und eine bessere Visualisierung. Also dass nicht so sehr theoretisch geplant wird, sondern dass sie wirklich was anfassen können, dass sie sich was angucken können. Und das ist ja das, was wir Ihnen auch in der Pause dann nochmal zeigen werden, in Form dieser Multitouch-Tische. Auch die uns zugeschaltet sind, können dranbleiben. Auch da zeigen wir Ihnen was. Und die Erfolgsfaktoren, wenn man sagt, wir machen es digital, wann wird es denn besser? Ne? Wann wird die Partizipation besser? Das Erste ist natürlich, was für ein Konzept steckt dahinter? Ja? Wie ist das genau ausgestaltet? Ist das nur 1-2 Klicks und das war's? Oder kann man wirklich miteinander irgendwas gestalten? Ist das sehr auf die Zielgruppe angepasst oder eher doch nicht? Und wie schwierig ist es, das zu tun? Gerade bei digitalen Prozessen ist natürlich die Hoffnung, dass die Hürde, das zu benutzen, nicht so groß sind, auch für Digital Non-Natives, ja, zu denen auch ich mich ja durchaus zählen würde. Und wie werden wenn ich sie nicht habe, die Kompetenzen, wie werden die vermittelt? Wer steht da und hilft an dem Tisch? Wer gibt Hilfestellung, wenn ich das irgendwie online mache oder wenn dieser Tisch dann irgendwo bei der Stadt steht im Nachklang? All das sind wichtige Kriterien. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen wollen und mal ein bisschen gucken wollen, wenn Sie heute keine Zeit haben, das sich intensiver anzusehen, wir haben auf unserer Seite, wenn Sie Peggy googeln, sehen Sie das auch, haben wir einen kleinen Teaser, ein kleines Video von uns allen, wo wir ein bisschen erklären, was das sein kann und wie diese Tools genau funktionieren. Aber viel genauer, als ich Ihnen über die Tools Bescheid geben kann, kann meine Kollegin von IGD, Frau Ivanova, das tun. Und der würde ich jetzt gleich auch übergeben.
Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen auch von mir, Benedikt Ivanova, Fraunhofer IGD. Ja, Stadtentwicklungsprojekte haben große Herausforderungen, und zwar vor allem, wenn es darum geht, die Akzeptanz der Bürger sicherzustellen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Und oft ist es so, dass diverse Interessenvertreter eine Rolle spielen. Also das ist zum Beispiel die Stadtverwaltung, da sind diverse Gruppen, die die Interessenvertretung darstellen. Das sind natürlich die Bürgerinnen. Wie bringt man diese zusammen an einem Tisch? Und der Dialog spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle, der Erfolg des Dialogs. Dabei ist auch große Voraussetzung, dass die realistische Vorstellung haben, alle diese verschiedenen Gruppen. Das heißt, der gute Dialog, die realistische Vorstellung und alle diese Beteiligten zusammenzubringen. Wie schafft man das? Das ermöglicht Smarticipate. Das ist eine digitale Plattform für Bürgerbeteiligungskampagnen, Applikationen genannt. Diese Kommunikationsplattform ist interaktiv und stellt den Informationsfluss zwischen den Beteiligten zusammen. Die Voraussetzung für die funktionierende Plattform ist der Zugriff auf die notwendigen Daten. Und wenn das vorhanden ist, ist es möglich, dass die Beteiligungsformate, die sogenannten Apps, ganz einfach erstellt, geteilt und durchgeführt werden. Und das unkompliziert und effizient. Und mit unkompliziert ist gemeint ohne Programmierkenntnisse. Die Plattform ist modular aufgebaut und interaktiv in 2D und in 3D. Es ist weiterhin auch transferierbar auf weitere Kommunen. Die Plattform besteht aus App Creation Wizard, Dashboard und Partizipationstool, das sind die Apps für die Bürgerbeteiligungskampagne. Um eine Bürgerbeteiligungskampagne zu erstellen, beziehungsweise eine App, benötigt man am Anfang den App Creator Creation Wizard. Dieser sieht so ähnlich aus. Das heißt, am Anfang werden die verfügbaren Daten verknüpft. Der Nutzer definiert dem Gebiet, der in Frage kommt für die entsprechende Applikation, für die Bürgerbeteiligungskampagne. Im nächsten Schritt geht es darum, die Geodaten zusammenzufügen, also je nachdem, in welchem Bereich die Kampagne ist, ob Core-Bike-Fall ist oder ob wir Lasten-Rad-Sharing-Stationen benötigen, etc., je nach Thema. Da gibt es noch ein paar weitere Schritte, in denen zusätzlichen Daten hinzugefügt werden. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Kampagne gestartet werden, die App erstellt werden und die Verwaltung kann entsprechende Einladung an die beteiligten Bürgerinnen zukommen lassen. In diesem sogenannten Dashboard hat man als Ersteller die Übersicht, welche sind meine aktuellen Apps, welche sind die aktiven, also welche sind genau in der Prozess der Bearbeitung, welche sind die aktiven und welche wurden bereits archiviert. Wenn ein Bürger oder Bürgerinnen Zugang zu die entsprechende App bekommen, haben Sie die Möglichkeit zu interagieren. Also hier in dem im PEGI-Projekt, was unser noch ein Proof of Concept für Smarticipate bedeutet, haben wir uns mit drei Szenarien beschäftigt. Das war die Analyse des individuellen Mobilitätsverhaltens mit Berechnung von dem CO2-Fußabdruck. Als anderes Szenario war Standorte zu identifizieren für Mobilitätshubs, also für E-Bikes, E-Scooter, diese vorzuschlagen, zu veröffentlichen und zu kommentieren. Und weiterhin gab es die Möglichkeit, Standorte für E-Ladesäulen
wieder vorzuschlagen, veröffentlichen und kommentieren. Rechts sehen Sie eine Kalkulation von dem Mobilitätsverhalten, wenn man eine Route anzeichnet von A nach B und bestimmte Verkehrsmittel aussucht, kann man den CO2-Fußabdruck berechnen lassen. Die Partizipationstool-Funktionalitäten für PEGI sehen auch im Detail so aus. Also links sehen Sie die Möglichkeit, diese Route zu zeichnen. Das ist nur ein Abschnitt davon. Dann gibt es die Möglichkeit, Objekte zu platzieren, in diesem Fall E-Bike-Station oder E-Ladesäule. Die Objekte können rotiert werden, können bearbeitet werden. Dann hat man die Möglichkeit, natürlich die Gesamtübersicht zu sehen, was für andere Vorschläge publiziert sind, wo sich andere Stationen befinden, die andere Bürger, Bürgerinnen vorgeschlagen haben. Und man hat die Option, natürlich Kommentar zu veröffentlichen. Man kann einen Kommentar für sich lokal speichern oder man kann das auch mit der Community teilen. Mikromobilität im Kontext von der Energiewende war eigentlich nur ein Aspekt, wo Smarticipate-Plattform anzusetzen ist. Es gibt auch diverse weitere Bereiche, zum Beispiel Austausch zum Thema Wasserversorgung, Wasserqualität, Bewässerung von Bäumen, besonders relevant auch für Darmstadt in der Trockenphase, die Stadt- und Gebäudebegrünung im Kontext Urban Gardening auch, oder Siedlungsentwicklung, dialogsbasierte Zukunftsgestaltung eines Orts oder Quartiers. Und diverse weitere Themen natürlich sind noch möglich. Hier sehen Sie Beispiele von drei Anwendungen, die bereits implementiert worden sind. Oben links war der Szenario für Hamburg. Hamburg hat sich gewünscht, Orte für Bäume, Anpflanzungen zu visualisieren. Das heißt, die Bürgerinnen haben Vorschläge gemacht, wo können neue Bäume gepflanzt werden. Und man konnte auch die Art von dem Baum sich aussuchen und hat entsprechende Rückmeldung auch bekommen über die Machbarkeit. Rechts ist ein Abschnitt aus dem ArtFIS-Projekt. Da ging es um Flächenpotenziale für eine Siedlungsentwicklung nach innen. Und die Bürgerinnen hatten die Möglichkeit, hier Objekte zu platzieren, also zum Beispiel Spielplatz oder Café oder Häuser neu vorzuschlagen oder bestehenden dann zu entfernen, sozusagen aus der Szene, wenn es zum Beispiel um neue Ansiedlungen in Frage kämen. Ja, das war's von mir. Vielen Dank, dann gebe ich weiter an Jana Stahl. Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jana Stahl, ich bin vom Fachgebiet Landmanagement der TU Darmstadt und möchte Ihnen jetzt ein bisschen davon erzählen, wie wir dieses Partizipationstool im Rahmen des Projektes PEGI erprobt haben, nämlich am Beispiel von Fragestellungen der Mobilitätsplanung, also zum Thema Nahmobilität, und Ihnen dafür einen kurzen Überblick über die Durchführung und die Inhalte der Bürgerworkshops geben, die wir durchgeführt haben, über den Ablauf und eben auch über potenzielle Ergebnisse, die man im Rahmen dieser Bürgerworkshops erzielen kann. Der erste Bürgerworkshop hatte zum Thema eher ein allgemeineres Thema, also allgemein die Mobilitätsangebote im Quartier. Frau Knott hatte Ihnen eben schon gezeigt, die drei Beispielquartiere, die wir im Rahmen des Projektes betrachtet haben. Diese Bürgerworkshops haben im Mai letzten Jahres stattgefunden und wurden als Präsenzworkshops durchgeführt. Wir hatten als Hauptteil dieser ersten Bürgerworkshops Stationen mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Die erste Station befasste sich mit dem Thema E-Mobilität und hier genauer mit der Ladeinfrastruktur in den Quartieren als ein Beispiel neuer Mobilitätsinfrastrukturen im Rahmen der Energie- und Mobilitätswende. Die zweite Station hatte die Analyse des eigenen Mobilitätsverhaltens zum Inhalt und die dritte Station die Wahrnehmung und Nutzung gemeinschaftlicher Mobilitätsangebote wie beispielsweise Carsharing oder Bikesharing.
Die verschiedenen Stationen, wie Sie sie hier auch aufgelistet sehen, hatten teilweise digitale und eben auch analoge Komponenten. Und es ging dabei auch darum, diese beiden Formen, analog und digital, einander gegenüberzustellen. Analog haben wir dann eben ausgedruckte Karten benutzt und digital bei diesen Präsenzworkshops eben die Multitouch-Tische, die Sie hier auch im Raum stehen sehen und die die Teilnehmenden hier vor Ort auch in der Pause gleich nutzen können bzw. ausprobieren können. Ja, wie das auf diesen Multitouch-Tischen zu nutzen ist. Und auf den nächsten Folien möchte ich Ihnen dann jetzt zunächst erstmal Auswertungsmöglichkeiten aufzeigen von den Inhalten, die eben bei dem ersten Bürgerworkshop erarbeitet wurden. An den Multitouch-Tischen konnten Standortvorschläge für E-Ladestationen vorgenommen werden. Sie sehen hier in dem Bild unten links die Draufsicht, Sie haben sie eben schon kurz auf einer Folie gesehen, wo verschiedene Symbole zum Teil bestehende, aber auch geplante Ladesäulen und dann aber insbesondere eben auch die Standortvorschläge von den Teilnehmenden darstellen. Man kann in dieser Online-Variante oder beziehungsweise mit diesem Partizipations-Web-Tool dann auch die Ansicht verändern, die Sichtachse verändern und wenn man jetzt in dem oberen Bild weiter reinzoomen würde, könnte man eben auch die Nahansicht betrachten und eben genau sehen, wie diese E-Ladesäule im Straßenraum platziert wurde von den Teilnehmenden als Vorschlag. Auf der rechten Seite sind die verschiedenen Standortvorschläge, die im Rahmen dieser Bürgerworkshops von den Teilnehmenden eingebracht wurden, aller drei Quartiere nochmal zusammengefasst. Und wenn man jetzt auch noch ein bisschen Ortskenntnis mit einbezieht, kann man dann weitere Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel also, dass die Teilnehmenden bevorzugt Orte in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten vorgeschlagen haben oder von Freizeitaktivitäten oder eben auch von dem eigenen Zuhause. Die zweite Station beschäftigte sich mit der Analyse des eigenen Mobilitätsverhaltens. Hier wurden zunächst analog Mobilitätskarten ausgefüllt. Dazu bekam jeder Teilnehmende eine ausgedruckte Karte vom Stadtgebiet Darmstadt und konnte hier wichtige Zielorte markieren und dann eben aber auch Routen einzeichnen mit dem üblicherweise genutzten Verkehrsmittel, das mit unterschiedlichen Farben, also unterschiedliche Farben für verschiedene Verkehrsmittel gekennzeichnet werden konnten. Und das Ganze sollte dann einerseits natürlich zur Reflexion des eigenen Mobilitätsverhaltens anregen, aber dann auch insbesondere den Austausch zwischen den Teilnehmenden. Also was sind die Vorteile von der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel und wo gibt es vielleicht auch Hemmnisse? Warum werden bestimmte Verkehrsmittel für bestimmte Wege nicht genutzt? Bei einer ausreichend großen Stichprobe können diese Mobilitätskarten dann auch noch weiter ausgewertet werden hinsichtlich Wegziel, Entfernung und Verkehrsmodus. Ich habe hier unten links ein Beispiel mitgebracht zur Wahl des Verkehrsmittels in Abhängigkeit von der Entfernung des Zielortes. Auf der rechten Seite sehen Sie die digitale Variante dieser Mobilitätsanalyse. Digital ist das Ganze natürlich noch etwas variabler, also man kann den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern. Und zusätzlich, das hat Frau Ivanova eben auch schon bei den Funktionalitäten vorgestellt, besteht die Möglichkeit, dass direkt eine Mobilitätsanalyse ausgegeben werden kann, die eben im Hintergrund berechnet wird. In dieser Karte hier wird jetzt die Distanz, die Dauer, der Verbrauch und die CO2-Emissionen aufgezeigt und auch das soll eben wieder einen Beitrag zur Reflexion und zur Sensibilisierung liefern. Die dritte Station befasste sich dann mit der Bekanntheit und der Nutzung von verschiedenen Mobilitätsangeboten. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von der Bekanntheit und auch dem Nutzungsgrad von Carsharing, die eben bei dem ersten Bürgerworkshop in den drei Quartieren herauskam. Und darüber hinaus haben wir dann noch das bestehende Angebot mit den Teilnehmern diskutiert, unter anderem also für welche Zwecke wird Carsharing genutzt oder was sind denn Gründe, warum Carsharing nicht genutzt wird. Nachdem der erste Bürgerworkshop eher eine allgemeine Bestandsaufnahme war und auch ja, eben einfach erstmal grundsätzlich die Teilnehmenden oder beziehungsweise die Quartiersbewohnenden dazu anregen sollte, sich über die bestehende Situation im Quartier auszutauschen und auch Wünsche für die zukünftige Gestaltung des Quartiers äußern konnten, hatte der zweite Bürgerworkshop dann ein konkreteres, problembezogenes Szenario zum Thema. Und hier haben wir auch Expertinnen der Mobilitätsplanung der Stadt Darmstadt mit eingebunden und mit ihnen zusammen das Thema Mikromobilität bestimmt. Unter Mikromobilität haben wir unter anderem die Verkehrsmittel Fahrrad, E-Bike, E-Scooter, Lastenrad bzw. E-Lastenrad und E-Moped zusammengefasst. Dieser zweite Bürgerworkshop fand im November letzten Jahres statt und wurde als Online-Workshop
durchgeführt und daher auch für alle Quartiere zunächst gemeinsam, zumindest teilweise eben im Plenum mit einer grundsätzlichen Einführung erstmal in das Thema. Und dann ging es aber eben in Gruppenräume, die dann wieder quartierspezifisch aufgeteilt waren und wo es dann konkret um die Nutzung des Partizipationstools ging. Hier auch wieder war die Nutzung des Partizipationstools in zwei Aufgaben aufgeteilt. Die erste beschäftigte sich mit Verkehrswegen, auf denen Mikromobilitätsangebote genutzt werden oder zukünftig genutzt werden könnten. Und der zweite Teil der Aufgabe bestand in Standortvorschlägen zum Ausleihen oder Abstellen von Mikromobilitätsangeboten. Die Nutzung des Partizipationstools erfolgte zunächst individuell. Jeder Teilnehmende konnte über seinen Webbrowser das Tool selbstständig nutzen. Das ist auch die Möglichkeit, die jetzt gleich in der Pause für unsere Online-Teilnehmer heute zur Verfügung steht. Und im Rahmen dieses Workshops haben wir dann anschließend die individuell genutzten Ergebnisse gemeinsam betrachtet und die Ergebnisse noch in der kleinen Gruppe weiter diskutiert. Und das Ergebnis aus diesen Gruppenräumen war dann nochmal abschließend drei zentrale Empfehlungen für die Stadt Darmstadt aus dem Quartier eben zusammenzutragen. Jetzt auch nochmal ein kurzer Überblick zu den Ergebnissen oder zu möglichen Ergebnissen, die bei so einem Workshop herauskommen können. Wir haben einmal das Thema der Mobilitätsanalyse bei der individuellen Nutzung. Ergibt sich eben für einen Weg, den man einzeichnet, direkt eine Ausgabe einer Mobilitätsanalyse, wie das auch hier im Beispiel zu sehen ist. Neben der Distanz kann dann zusätzlich noch Verkehrsmittel spezifisch für verschiedene Verkehrsmittel, die alle in dieser Tabelle hier rechts dann aufgeführt sind, noch die benötigte Zeit, die anfallenden Kosten, die CO2-Emissionen, der Kalorienverbrauch des Verkehrsmittelnutzenden, aber auch der Flächenverbrauch des Verkehrsmittels pro Person im Stillstand ausgegeben werden. Und das ermöglicht eben dem Nutzenden dieser Anwendung, die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander zu vergleichen und auch wieder das eigene Verkehrsverhalten eben zu reflektieren. Nach dieser individuellen Nutzung haben wir das Ganze dann gemeinschaftlich betrachtet. Man konnte eben diese auf der linken Seite von den Teilnehmenden eingezeichneten Routen dann erstmal in Gänze sehen und genau dann ergänzend eben darüber diskutieren, wie diese Wege ausgestattet und beschaffen sind. Insbesondere eben von häufig genutzten Wegen, und das ist das, was wir im Nachhinein auch nochmal durch eine Überführung dieser Routen in ein Geoinformationssystem überprüft haben. Ja, im Grunde haben wir das hier in einer Art Heatmap zusammengetragen. Je stärker auf der rechten Seite die eingezeichnete Linie ist, desto höher ist die Anzahl der Nutzenden von diesen Wegen. Der zweite Teil oder die zweite Aufgabe befasste sich dann mit dem Thema Platzierung von Mikromobilitätsstationen. Hierbei stellte ein Angebotstyp, also entweder Fahrrad, Lastenrad, E-Scooter oder E-Moped, ein Angebotstyp immer die Größe eines Pkw-Stellplatzes dar. Wir haben dabei festgestellt, dass die Teilnehmenden häufig gemischte Standorte eingezeichnet haben, also Standorte, an denen direkt die verschiedenen Mikromobilitätsangebote kombiniert wurden und dass dafür teilweise dann auch Pkw-Stellplätze genutzt wurden, um diese Standorte zu platzieren und teilweise eben auch ganz klar gesagt wurde, dass die Pkw-Stellplätze erhalten bleiben könnten und eben bestehende Platzflächen dafür genutzt werden könnten, um solche Mobilitätshubs, Mobilitätsstationen, Mikromobilitätsstationen zu erstellen. Für diese eingezeichneten Standortvorschläge, die Sie hier so beispielhaft am Rande stehen sehen, wurden dann weiterhin im Nachhinein im Geoinformationssystem noch Einzugsanalysen durchgeführt und mit den Einzugsgebieten der vorhandenen Stationen verglichen. Hier das Beispiel in der Mitte ist das Beispiel Bikesharing. Und hier sieht man dann jeweils das Gebiet, in dem die Stationen innerhalb von 5 Gehminuten erreichbar sind. Also einmal eben in Orange von den bestehenden Stationen und ergänzend in Lila von den Teilnehmenden hinzugefügten Stationen. Und man sieht eben, dass die Teilnehmenden sich dann schon auch einfach eine Verbesserung der Abdeckung des eigenen Quartiers wünschen. Abschließend vielleicht noch ein kurzes Resümee zu den Bürgerworkshops. Die Aufgaben, die wir den Teilnehmenden gestellt haben, dienten als Grundlage, um einen Austausch zwischen den Teilnehmenden anzuregen. Die Teilnehmenden haben dabei ihr eigenes Verhalten hinterfragt, aber auch ihr Wissen hinterfragt. Insgesamt hatten wir natürlich Teilnehmende, die grundsätzlich, das ist auch eben schon bei der Vorstellung der Bürgerumfrageergebnisse herausgekommen,
die grundsätzlich ähnliche Profile haben, also offen gegenüber neuen Mobilitätskonzepten waren, aber auch selbstkritisch mit dem eigenen Mobilitätsverhalten. Und trotzdem ist dabei eine rege Diskussion entstanden und auch ein interaktiver Wissensaustausch. Der Multitouch-Tisch oder generell auch das Partizipationstool in der Online-Variante wurde gut angenommen. Die Teilnehmenden haben alle, unabhängig vom Alter oder Geschlecht, sehr aufgeschlossen mit dem Tool als am Multitouch-Tisch oder eben auch in der Online-Variante interagiert, das Ganze selbstständig genutzt, sodass die Moderation häufig auch mit wenigen diskussionsanregenden Fragen in den Hintergrund treten konnte. Das zeigt letztendlich, dass dieses Tool, diese Plattform die Möglichkeit bietet, Bottom-up-Beteiligungsprozesse zu unterstützen und den Teilnehmenden Möglichkeiten zu geben, selbstständig und miteinander auf das Quartier zugeschnittene Lösungsansätze zu entwickeln. Bei vor Ort ist natürlich der Vorteil, dass man auch direkt ins Gespräch kommen kann, auch in Kleingruppen und sich direkt miteinander austauschen kann. Digital ist das auch teilweise möglich, wenn man eben diesen Online-Workshop durchführt. Digital ist weiterhin aber auch die Möglichkeit, dass man das Tool eben gleichzeitig und auch parallel nutzen kann und dass man weiterhin dann natürlich auch indirekt miteinander kommunizieren kann über die Funktionen, die eben auch schon vorgestellt wurden mit der Kommentar- und Feedback-Funktion. Das war es dann von meiner Seite und ich würde jetzt kurz die Zeit für Rückfragen geben, wenn es Rückfragen hier aus dem Plenum oder online gibt. Erstmal vielen Dank, das ist sehr interessant gewesen, der Vortrag und auch das Brett an sich. Ich hätte so eins, zwei technische Fragen erstmal. Sie haben jetzt von dem Multitouch Board gesprochen und von der Online-Funktion. Da erstmal eine Verständnisfrage. Das heißt, das war auch online zugänglich für alle Interessierten, diese Funktionalität, die erste Frage. Die zweite Frage, da geht es um die 3D-Daten der Stadt Darmstadt. Ich habe also gesehen, dass die Gebäude und so weiter, das Umfeld auch in 3D also modelliert waren. Lagen diese Daten schon vor? Also gibt es einen digitalen Zwilling der Stadt Darmstadt oder wurden die extra für das Projekt angefertigt? Dritte Frage, eher so praktischer Natur. Wenn man sozusagen Objekte in 3D als Bürger, als Interessierte sozusagen in einem 3D-Umfeld platzieren kann und das online also geschehen kann, dass alle also parallel machen, kam es da zu Schwierigkeiten, dass dann in einem sehr kleinen Umkreis 25 Ladepunkte irgendwie platziert wurden und wie geht man dann damit um, falls das aufgetreten ist? Dankeschön. Auf die erste Frage kann ich auf jeden Fall schon mal antworten. Es waren im Grunde zwei verschiedene Workshop-Formate. Also der erste Bürger-Workshop war vor Ort, da haben wir den Multitouch-Tisch genutzt und es war auch keine hybride Veranstaltung, sondern es war wirklich vor Ort eben die Nutzung des Multitouch-Tisches. Sie werden das gleich in der Pause auch selbst ausprobieren können. Da können auch mehrere Leute dranstehen und mehr oder weniger gleichzeitig dran rumtatschen, aber das ist natürlich in gewisser Weise dann begrenzt. Andererseits steht man eben auch direkt in der Gruppe zusammen und kann eben gemeinsam das Eingezeichnete besprechen oder dann auch eben verändern. Diese Online-Nutzung haben wir beim zweiten Bürger-Workshop genutzt und da hatten, also das war eine rein Online-Veranstaltung, keine hybride Veranstaltung und genau, da hatte jeder Teilnehmende dann die Möglichkeit, sich selbstständig einzuloggen und Vorschläge zu platzieren. Vielleicht verbinde ich das direkt mit Ihrer dritten Frage. Natürlich, also erst wenn der Vorschlag dann veröffentlicht wurde und die anderen das entsprechend wieder aktualisieren, sind dann die Vorschläge für alle anderen auch wieder sichtbar. Und rein theoretisch könnte es natürlich schon dann auch dazu kommen, dass an einer und derselben Stelle fünf verschiedene Teilnehmenden den gleichen Vorschlag gemacht. Das müsste man dann im Nachhinein nochmal nachbessern. Wenn das iterativ passiert, also erstmal ein Teilnehmer einen Vorschlag einbringt, der andere es aktualisiert und den Vorschlag schon sieht, hat er dann auch einfach die Möglichkeit, diesen Vorschlag zu bewerten, also irgendwie 5 Sterne zu verteilen, um damit einfach diesen Vorschlag zu unterstützen, ohne dass er jetzt selbst nochmal einen weiteren Vorschlag platzieren muss. Was die zweite Frage angeht, würde ich gerne an meinen Kollegen vom IGD übergeben, die eben für den technischen Teil zuständig waren. Ja, genau. Also ich würde nicht von einem digitalen Zwilling reden, das die Stadt Darmstadt schon hat, aber sie hat ein 3D-Stadtmodell, was jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen ist und ich glaube zurzeit auch aktualisiert wird.
und darauf konnten wir zugreifen. Es ist nicht Open Data, also kann nicht jeder jetzt nutzen. Wir haben dafür direkt die Stadt angefragt. Genau. Und ich meine, die Transformation zum digitalen Zwilling ist ja vielleicht, was wir auch etwas schaffen hier mit dem Projekt. Wir haben auch noch Fragen online im Chat, und zwar die erste Frage: Wie wurden denn Bürgerinnen für die Befragung und Workshops gewonnen? Also für die Befragung haben wir die Bürgerinnen aus den Quartieren per Post angeschrieben und eben um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. Für die Workshops haben wir in beiden Fällen Flyer gedruckt und ausgeteilt, auch wieder in den entsprechenden Quartieren. Dann wurde noch gefragt, wie viele BürgerInnen haben an den beiden Workshops teilgenommen? Das waren insgesamt leider nicht so viele, wie wir gehofft haben. Also an allen Workshops leider immer weniger als 10 Teilnehmende. Und dann noch eine weitere Frage: Wie wurden die Entscheidungsprozesse, welche Vorschläge angenommen werden, gestaltet? Also das, was die Bürgerinnen erarbeiten, sind erstmal Vorschläge. Wir haben die als Forschungsprojekt dann somit aufgenommen und geben das so in der Form dann an die Stadt Darmstadt weiter. Und ist die Frage, wie die Stadt Darmstadt damit umgeht. Und dann noch eine Frage. Also hier wird auch gefragt, ob es Open Source ist, wurde ja gerade geklärt. Gibt es Unterstützung bei der Aufsetzung des Tools für Kommunen? Sind die Multitouch-Tische ausleihbar? Ja, also was die Unterstützung bei der Aufsetzung angeht, da würde ich dann auch wieder direkt an IGD bzw. das Tool Smarticipate verweisen mit Ihnen eben in Kontakt treten, was die Multitouch-Tische angeht. Das gestaltet sich etwas schwieriger. Aber zumindest können wir zeigen oder ja grundsätzlich mal den Zugang zu diesen Multitouch-Tischen möglich machen, um zu zeigen, wie man das grundsätzlich nutzen könnte. Da würde ich sagen, können Sie uns gerne nochmal kontaktieren und wir tauschen dann die Kontaktdaten aus. Super, dann, wenn ich hier gerade schon stehe, kann ich, und es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich in die Pause überleiten. Das heißt, für alle, die hier vor Ort sind, Sie können sich gerne einmal am Buffet bedienen und währenddessen entweder den anderen Teilnehmenden zuschauen, während diese Smarticipate-Plattform an den Multitouch-Tischen sich ausprobieren oder selbst natürlich gerne daran teilnehmen. Und für die Teilnehmenden online gibt es die Möglichkeit, da gibt es jetzt eine kleine Einführung, einfach dran zu bleiben. Da wird, glaube ich, jetzt auch noch gleich ein Link in den Chat gepostet. Da können Sie das gerne selbst ausprobieren, indem Sie sich registrieren. Stimmt das? Ja. Und genau, schauen Sie sonst einfach zu. Da können Sie einfach schauen, was die Teilnehmenden vor Ort hier am Bildschirm sich anschauen. Dann geht es weiter in einer halben Stunde. Um 18 Uhr verlängern wir um 5 Minuten, weil wir jetzt verspätet sind. Genau, dann geht es weiter mit der Podiumsdiskussion um 18.50 Uhr. Bis gleich. Die Übersicht jetzt von Darmstadt, da wir eben das Projekt in Darmstadt durchgeführt haben. Und es gibt ein paar Orientierungspunkte. Der Nutzer kann dann. Und im Prinzip kann man das verwenden wie ein normales Smartphone oder auch so ein Touch, so ein Tablet, genau. Und jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Hier unten ist eine kleine Orientierungshilfe noch in 2D, falls man vielleicht sich irgendwie ein bisschen verirrt hat. Und kann jetzt hier verschiedene Sachen einzeichnen, zum Beispiel auch so einen Mobility Hub. Kann jetzt auswählen, was für eine Art er da nutzen möchte, wenn ich jetzt eine E-Moped-Station hier hinsetze. Okay, dann, sorry. So, sehr gut, jetzt sehen alle anderen auch noch. Jetzt kann ich mir irgendwie eine Position aussuchen, auf die ich gerne hinstellen würde, drücke da einfach drauf. Theoretisch, das Ganze ist ja in 3D, kann das auch noch rotieren,
falls es irgendwie nötig ist, und bekomme dann hier noch so eine Auswahl, dass ich dem Ganzen noch einen Titel geben kann und eine Beschreibung und könnte das Ganze dann veröffentlichen. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Hier ist jetzt sowas schon veröffentlicht, kann ich mal anklicken. Würde dann jetzt hier bei einer Ladesäule zum Beispiel so aussehen, dass ich irgendwie ein kleines Kommentar dazu geschrieben habe und dann auch hier Kommentare und Bewertungen hinzugefügt werden können. Außerdem kann ich auch eine Route einzeichnen. Vielleicht gehe ich dafür mal zurück und wähle hier diese Route aus und messe jetzt hier einzelne Routenpunkte hinsetzen. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Und wenn ich das anwende, dann sehe ich hier unten, ich könnte diese Route auch veröffentlichen und teilen mit anderen, wenn ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie mein schöner Fahrradweg oder so. Aber für mich selbst sehe ich auf jeden Fall diese Mobilitätsanalyse und kann jetzt schauen, mit was für einem Verkehrsmittel würde ich wie lange brauchen oder was für Kosten verursacht das insgesamt oder eben auch das CO2, was ich ausstoße auf dieser Route. Genau. Das ist im Prinzip schon alles. Falls es irgendwie noch Fragen gibt, kann ich da auch einfach beantworten. Aber bedienen Sie sich einfach an den beiden Tischen und probieren das mal selbst aus. Ja, gerne. Hier geht es jetzt erstmal nur um den Weg, auch nicht um die Anschaffung von dem Auto und so weiter. Das ist nur der reine Ausstoß und das wird einfach mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit ausgegangen, weil es doch sonst zu komplex werden würde. Und diese Daten kommen von. Ja, ich meine, das Problem ist, die Fragen haben sowieso nicht. Ja. Eine weitere Frage, ist dieses Board hier, ist es so ein Standardprodukt, das es auf dem Markt gibt, oder ist es extra entwickelt worden für dieses Projekt hier? Oder ist es einfach nur ein Touchboard, das ganz normal funktioniert? Genau, das ist jetzt nicht speziell für das Projekt entwickelt. Es gibt schon generell solche Boards, irgendwie für verschiedene Werbeanwendungen. Das Einzige, was wir hier jetzt gemacht haben, ist, dass es dieser Touch-Tisch und so weiter, das haben wir so gekauft. Und hinten dran ist noch ein Computer, den wir halt selbst konfiguriert haben. Und man kann sich im Prinzip jeden PC da reinpacken, den man haben möchte. Gerade jetzt hier für die 3D-Anwendung eben vielleicht etwas Besseres, als das, ja, wenn ich dann nur eine Slideshow drauflaufen lasse. Letztendlich ist es ja bloß ein Bildschirm mit Maus oder Touch-Bedienung oder sowas. Also von daher glaube ich, ist es gar nicht so arg besonders. Also da gibt es ja schon Geschichten mit Beamer und Stiften und so weiter. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so ganz teuer. Aber ich möchte gleich, wenn ich das Mikrofon habe, gleich eine Frage anschließen. Wie kommt man denn an dieses Smarticipate? Ist das jetzt Smarticipate oder wie kommt man diese Software? Kann die jeder nutzen? Ist das Open Source? Muss man die irgendwo kaufen? Kann man die irgendwo kaufen? Wen muss man da ansprechen? Genau. Was eigentlich im Rahmen von dem Projekt auch schon laufen hätte sollen, wäre die Ausgründung von Smarticipate, also dem Produkt aus dem Fraunhofer IGD raus, was aber dann nicht stattgefunden hatte. Es ist nicht Open Source, aber einzelne Kommunen sollten eigentlich dann sich so eine Art Account oder Lizenz machen können und dann so eine Anwendung sich selbst zusammenklicken können. Das muss also nicht bei denen irgendwie auf dem PC laufen, sondern das wäre alles eine Web-Oberfläche. Bisher gibt es aber kein Preismodell oder sowas dafür. Und genau, am besten. Genau, also das kann man im Prinzip selbst noch festlegen. Also was man machen kann, ist jetzt genau sowas wie Route einzeichnen. Muss aber nicht heißen, dass es jetzt ein Mobility-Hub ist, sondern, da können wir es jetzt hier nicht sehen, man kann eben dann eigene 3D-Modelle da reinpacken und eigene Namen dahin machen und dann könnte es eine Ladesäule sein, Mobility-Hub oder ein Baum, genau. Also im Prinzip ist es komplett selbst konfigurierbar und eben ohne irgendwas zu programmieren.
Homepage findet man dann auch im Internet bereits, oder kann man, also wenn man jetzt recherchiert. Für mich ist es noch ein bisschen diffus, was macht diese Software, was kann diese Software, wozu ist sie geeignet? Ich habe jetzt verschiedene Ideen bekommen über den Workshop hier, oder für die Vorträge. Da gibt es mehr im Internet zu finden oder noch nicht, weil das Startup noch nicht ausgegründet ist, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin nicht für den Vertrieb zuständig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, wenn man Smarticipate sucht, weil dann, es gab nämlich ein EU-Projekt vor ein paar Jahren, das hieß Smarticipate, daraus ist diese Software entstanden. Wahrscheinlich würde man das finden und auf diese Webseite kommen von dem EU-Projekt, aber am besten einfach das Fraunhofer IGD anschreiben, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Jetzt noch einen. Sie haben gesagt, dass die Leute, die sich beteiligen, sind überwiegend älter. Ganz am Anfang, im ersten Eingangsstatement. Die Frage ist, können ältere Menschen genau damit umgehen? Wollen die damit umgehen? Welche Erfahrungen haben Sie im Rahmen des Projektes damit gemacht? Ja, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das kein Problem ist, weil ich meine, man hat es vielleicht bei den Smartphones gesehen, als die auf den Markt kamen. Handys hatten vielleicht nicht alle gehabt, aber Smartphones hat jetzt irgendwie jeder, weil es einfach so einfach zu bedienen ist. So eine Touch-Oberfläche ist einfach super intuitiv und auch hier in dem Projekt hatte das immer funktioniert. Ich meine, wir hatten nicht hauptsächlich alte Leute in den Workshops drin, aber die Älteren, die da waren, konnten das auch ohne Probleme bedienen. Also da hätte ich eigentlich keine Schwierigkeiten mit. Ja, genau. Man weiß ja nicht, wer zu den Workshops kommt. Das ist natürlich eine Auswahl. Also wenn der Workshop irgendwie heißt, es geht um Multitouch-Tische und hier man kann technische Anwendungen bedienen, dann kommen vielleicht auch andere Leute schon vorbei. Aber also in meinen Augen müsste das auch gar nicht der Anspruch sein, dass man unbedingt über diesen Weg auch Ältere erreicht, weil man hat ja eher gerade, oder auch ein Problem in der Bürgerbeteiligung ist ja, dass auch die Jugendlichen und Jungen zu den schwer erreichbaren Zielgruppen also gehören. Und wenn man sagt, ich nutze sowas, um gerade die Jüngeren zu erreichen und biete eben andere Wege für Ältere, wäre das auch schon ein Gewinn auf jeden Fall. Das war jetzt keine Frage, sondern so ein Beitrag. Aber ja, das stimmt. Also ich meine, zu den meisten Beteiligungsformaten kommen wahrscheinlich sowieso schon die Älteren. Die muss man nicht ansprechen, ja. Genau, aber wir können es auch einfach gerne mal hier probieren. Jeder kann sich mal rantrauen und dran rumklicken. Heiße ich Sie ganz herzlich wieder zurück nach der kurzen Pause. Ich hoffe, Sie haben sich visuell wie auch ernährungstechnisch gestärkt, um hier jetzt noch eine kurze Diskussionsrunde mitzugestalten. Und ich freue mich hier, vier sehr kompetente Menschen um mich haben versammeln zu können, mit denen ich die aktuellen Entwicklungen in dem Projekt, aber auch weitergehende Fragen, die Sie gerne dann einbringen können, sowohl von den in Präsenz befindlichen Personen hier als auch im digitalen Raum dann noch mit in die Diskussion zu bringen. Ganz kurz zu meiner Person, Hans-Joachim Linke. Ich bin eben schon mal genannt worden. Ich leite das Fachgebiet Landmanagement und hatte die Freude und die Ehre, hier in dem Projekt mitwirken zu können. Und von den weiteren Teilnehmern, die hier in der Runde sitzen, haben auch diverse in dem Projekt schon mitgearbeitet, entweder unmittelbar als Mithauptverantwortliche, Frau Dr. Eva Klien von dem Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt, die eben auch schon mal benannt worden ist, ganz maßgeblich eben, was die technische Weiterentwicklung von Partizipationstools angeht, hier eingebunden. Frau Kluge, die in ihrer Funktion, die sie bis Ende letzten Jahres inne hatte, auch ganz maßgeblich hier von Seiten der Politikwissenschaften das Projekt vorangetrieben hat. Frau Stahl muss ich nicht wieder vorstellen, die hat eben sich entsprechend schon mit ihrem eigenen Vortrag aus dem Blickwinkel des Landmanagements hier eingebracht. Und dann darf ich Herrn Trevisan vom Mobilitätsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hier ganz herzlich begrüßen. Das Mobilitätsamt ist nicht unmittelbarer Partner gewesen, aber ein sehr wichtiger Begleiter, der uns auch immer wieder dazu Feedback gegeben hat mit dem, was wir denn jetzt in dem Projekt entsprechend entwickelt haben. Und bevor ich jetzt die Fragerunde freigebe, so dass jeder von Ihnen sich hier beteiligen kann, erlaube ich mir, eine allererste Fragerunde selbst zu gestalten, einfach um so ein bisschen den Blickwinkel da zu nehmen, in welche Richtung das Projekt sich denn zukünftig weiterentwickeln soll.
Und Frau Klien, Sie haben, beziehungsweise Frau Ivanova, hat Smarticipate eben vorgestellt, ja, ein ganz wichtiger Moment in dem gesamten Projekt, weil es eben die digitale Partizipation überhaupt erst ermöglicht hat, entweder mit dem Multitouch-Tisch oder auch als Online-Web-Version. Wie soll es mit Smarticipate jetzt weitergehen in dem Kontext, was wir jetzt gemeinsam hier entwickelt haben? Aber ich weiß ja auch, dass Smarticipate sich nicht nur auf die Mikromobilität beschränkt, sondern an für sich ein sehr universell anwendbares Tool in der Zukunft sein wird. Ja, genau. Vielleicht ganz grundsätzlich. Frau Ivanova hatte ja die Smarticipate-Plattform auch vorgestellt. Zum Hintergrund dazu, wir sind ja auch ein Forschungsinstitut. Wir machen angewandte Forschung. Ich leite hier am Fraunhofer-Institut eine Abteilung zum Thema Geoinformationsmanagement. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, dass wir diese Art von Plattform konzipiert haben. Die ist entstanden in mehreren Projekten, so ein bisschen aufeinander aufbauend. Und Grundlage ist immer, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gehört, die Verfügbarkeit von Daten, Daten der Stadt, Daten zu bestimmten Themen, die dann auch spannend sind, in so einen Beteiligungsprozess mit aufzunehmen. Der andere Grund oder die andere wichtige Grundvoraussetzung ist natürlich dieses Thema, wie zugänglich ist ein solches Format. Wir haben gehört, dass analoge Bürgerbeteiligungsformate gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge. Welche Leute werden damit erreicht und wie kann ich vielleicht solche Formate auch zugänglicher machen, indem ich sie digital gestalte? Und das war für uns so der Ausgangspunkt, so eine Plattform zu konzipieren und auf eine Art und Weise zu konzipieren, dass sie möglichst leichtgewichtig und einfach zu nutzen ist. Wir haben in unterschiedlichen Projekten, das hat die Frau Ivanova vorhin auch gezeigt, schon die ein oder andere App dafür auch umgesetzt. Das, was wir hier jetzt gesehen haben, speist sich auch teilweise auf offenen Daten, aber dann auch wieder Daten, die die Stadt uns dankenswerterweise auch zur Verfügung gestellt hat, die wir damit einbinden konnten. Und wir würden natürlich gerne diese Art zu partizipieren und so eine App zu nutzen, auch besser zugänglich machen und auch weiter verwerten. Was bedeutet, wir würden gerne weiter Projekte damit machen und noch viel lieber würden wir das verstetigen in einer Art von Ausgründung auch. Das bedeutet aber natürlich auch, dass da ein entsprechendes Interesse da sein muss. Es müsste von Städten oder Städten, die sich zusammentun, ein Landkreis, auch ein bestimmtes Interesse daran haben, auch Anforderungen an dieses Tool haben, die wir aus einer technischen Sicht umsetzen können und uns auch die Möglichkeit geben, halt das Ganze auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Projektbezogen können wir natürlich auch als Fraunhofer diese Art von Anwendung auch immer noch weiterführen und auch entwickeln. Ja, danke schön, Frau Klien, für diesen Ausblick. Ich gehe direkt weiter an Frau Kluge. Die Politikwissenschaften haben sich ja auch hier Ziele gesetzt, was sie erreichen wollen und welche Unterstützung sie für solche digitalen wie auch analogen Partizipationsmethoden zukünftig bereitstellen wollen. Was ist Ihr Resümee und wo sehen Sie die weitere Entwicklung? Ja, vielen Dank. Ich bin heute ja eigentlich quasi in so einer kleinen Doppelfunktion, Ex-Mitarbeiterin im Projekt, jetzt aber auch in einem neuen gemeinnützigen Verein Open District Hub, seit Anfang des Jahres, wo es auch ganz viel um Quartiersentwicklung geht. Das heißt, ich sehe da ganz viele Chancen, gehe ich gerne auch später nochmal genauer drauf ein. Für die Politikwissenschaft ist es so, dass wir den Prozess begleitet haben, weil digitale Tools selbst sind natürlich schön, aber alleine nur mit der Visualisierung von Sachen werden wir nicht zu mehr Akzeptanz, das wird nicht zu mehr Akzeptanz führen. Damit Projekte oder Maßnahmen, politische Maßnahmen wirklich mehr akzeptiert werden können, muss digitale Partizipation immer in einem gesamten Prozess betrachtet werden. Und das war so ein bisschen auch die Aufgabe von uns Politikwissenschaftlern. Wir haben versucht, das Ganze von Anfang an so zu begleiten, dass wir einen akzeptanzfördernden Prozess mit der digitalen Partizipation auch hinbekommen. Unser Endprodukt war dann ich sehe es auch schon hinten an der Folie, es hat geklappt, wunderbar.
den Leitfaden, wir haben hinten raus einen Leitfaden für Kommunen geschrieben, wie solche Partizipationstools angewandt werden können für Projekte verschiedenster Art. Ich würde auch ganz kurz noch mal inhaltlich darauf eingehen, auch wenn Frau Knott vorhin so im Groben den Prozess schon mal vorgestellt hat, weil unser Projekt natürlich genau danach auch aufgebaut war. Also wir hatten zu Beginn erstmal die Frage, wer muss denn überhaupt beteiligt werden? Das ist so der Grundstein jeder Partizipation. Wer ist denn betroffen von dieser Maßnahme und sind es zum Beispiel bestimmte Bewohner einer Straße oder ein ganzes Quartier oder eine gesamte Stadt? Dann das zweite ist die Befragung, die wir auch durchgeführt haben, die alternativ auch aus Interviews bestehen kann, wenn jetzt nur gezielte Stakeholder befragt werden sollten vorab. Besonders bei komplexen Problemen ist es so, dass es sich eben empfiehlt, vorher zu fragen, welche Probleme sind denn wirklich die, die brennen oder gibt es schon Vorschläge? Und letztlich auf diesem Input kann man dann später Optionen erarbeiten und auch aufbereiten, so wie wir das dann auch in dem interaktiven Kartenmodell gemacht haben. Und wir haben dann zum Beispiel aufgrund dessen, dass es den Bedarf gab, dieses Thema Mikromobilität zu bespielen, das Kartenmodell nach den Bedürfnissen angepasst, was dafür nötig ist. Und letztlich kann man dann in Workshops diesen deliberativen Prozess durchführen. Da gibt es ganz viele Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und letztlich ist es so, dass diese Lösungswege am Ende des Prozesses aber immer auch wieder in dem Fall Stadtpolitik dann rückgekoppelt werden müssen, dass der Prozess wirklich vollständig abgeschlossen worden ist, wäre, was wir aber in dem Rahmen des Projektes nicht gemacht haben, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen. Ja, danke schön auch hier für den Ausblick. Kommen wir zum Landmanagement. Frau Stahl, eine etwas ungewöhnliche Rolle an für sich fürs Landmanagement, hier partizipative Prozesse mitzubetreiben, wohl wissend, dass natürlich Flächen immer begrenzt sind, was die Verfügbarkeit angeht, aber hier in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Nichtsdestotrotz, auch da sind Produkte entstanden, die in der Praxis hoffentlich weitere Anwendung finden. Gerne könnten Sie die auch mal kurz vorstellen. Ja, genau. Also in unserer Rolle als Landmanagement sehr breit aufgestellt, haben wir uns eben im Rahmen des Projektes vor allem mit dem Mobilitätsbereich beschäftigt, waren für den Mobilitätsbereich zuständig. Und die Produkte, die wir jetzt am Ende des Projektes noch entwickeln wollen, sind zum einen eine fachliche Handreichung zur kommunalen Mobilitätsplanung mit dem Ziel der Mobilitätswende. Also letztendlich eine Handreichung für Bürgerinnen, um nochmal die Informationen über verschiedene Mobilitätsformen, Mobilitätskonzepte, Mobilitätsangebote zusammenzutragen, weil Information erstmal natürlich eine ganz wichtige Basis ist, also dass man überhaupt die Kenntnis von diesen verschiedenen Mobilitätskonzepten besitzt, um dann auch nochmal expliziter verschiedene Rahmenbedingungen aufzuzeigen, also technische Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ökologische und rechtliche Rahmenbedingungen, um damit dann letztendlich Impulse zu geben, vielleicht auf umweltfreundlichere Mobilitätsformen auch umzusteigen, wenn man eben diese Informationsbasis auch nochmal breiter streuen kann. Das Ziel des Ganzen ist natürlich nicht ein, oder aus meiner Sicht zumindest nicht, ein gänzlicher Verzicht auf das Auto, sondern eigentlich ist das Ziel eben Multimodalität, also dass man verschiedene Verkehrsmittel auf die Situation angepasst eben nutzt und sein eigenes Verhalten eben reflektiert und dann eben anwendungsgerecht sich verhält. Das ist ein Produkt, das wir noch entwickeln, so für die Nutzersicht, also für jeden Bürger, der sich eben bewegt und mobil ist. Und der zweite Punkt ist ein Leitfaden zur Integration von Bottom-up-Beteiligungsprozessen in informelle und formelle Planungsprozesse und Instrumente am Beispiel der Mobilitätsplanung. Das sind immer sehr umfangreiche Titel. Also das Ganze nochmal so ein bisschen aus Planersicht im Grunde zu beleuchten. Wir werden also einmal nochmal die Möglichkeiten zur Konzeption von Bottom-up-Beteiligungsprozessen zur Nahmobilität eben in unserem Beispiel im Quartier aufzeigen, dann eben auch die Ergebnisse, die erzielbaren, aufzeigen und dann insgesamt aber auch nochmal einen Ausblick geben, wie diese Erkenntnisse dann in informelle und formelle Planungsprozesse eingebunden werden können. Ja, danke schön, Frau Stahl, auch hier für den Ausblick darauf, was im Projekt als Ergebnisse noch weiter zu erwarten ist und was dann auch in der Praxis hoffentlich breite Anwendung finden kann.
Herr Trevisan, Sie waren ja jetzt als Vertreter des Mobilitätsamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein kontinuierlicher Begleiter in diesem Diskussionsprozess und in dem Entwicklungsprozess. Erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass wir da die Unterstützung bekommen haben. Mich würde jetzt noch interessieren, ist das, was wir jetzt in diesem Forschungsprojekt mit Ihrer Unterstützung entwickelt haben, dann auch wirklich etwas, was Sie zukünftig in der Praxis in Bürgerworkshops sich grundsätzlich mal vorstellen können, einzusetzen, wohl wissend, dass Sie natürlich keine verbindliche Zusage zu sowas geben wollen. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir um die fachliche Reflexion an der Stelle. Ja, vielen Dank auch erst nochmal, dass wir dabei sein durften, unser Team. Und ich glaube, in einer adäquaten oder jetzt zukunftsorientierten Mobilitätsplanung nimmt natürlich dieses Thema Beteiligung und auch so eine Bedarfsorientierung immer eine größere Stellenwert ein. Ich glaube, man kann nicht mehr Mobilität so planen, wie es vielleicht historisch mal war, ne, ein sehr linearer Planungsprozess, sondern wir befinden uns so ein Stück weit auch wie bei Ihnen im Projekt und im Labor und müssen eigentlich immer so Iterationsschleifen drehen und gucken, sind diese Bedarfe eigentlich so noch vorhanden oder wie können wir nachsteuern. Insofern ist Beteiligung für uns eigentlich auch ein regelmäßiger Begleiter, um eben diese Akzeptanz, wie von Frau Kluge gesagt, herstellen zu können. Und das machen wir auf verschiedenen Wegen. Da ist ein Tool, wie es heute vorgestellt worden ist, eine Möglichkeit, sich den Bedarf und Bedürfnissen anzunähern, auf einer quantitativen Flughöhe oder einfach mal einen Überblick zu bekommen. Gleichzeitig sind aber diese Bürgerworkshops oder BürgerInnenworkshops, die wir eben auch durchgeführt haben, auch ganz wichtig, weil wir da eben auch ins Gespräch gehen können, Akzeptanz fördern können, sensibilisieren können und gleichzeitig aber auch nochmal so Nischenwissen auch irgendwie rausholen, wenn es einfach um Alltagssituationen geht, die wir dann vielleicht als PlanerInnen auch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das machen wir eigentlich relativ regelmäßig und da kann ich mir auch vorstellen, dass sowas ein Teil davon sein kann. Und wir versuchen eigentlich, so oft es geht, in Workshops eben diese Bedürfnisse abzufragen. Das ist aber auch immer eine Frage so ein bisschen des Erwartungsmanagements, was davon eigentlich letztendlich dann auch implementiert werden kann, weil am Ende müssen wir das dann auch, also diese Bedürfnisse irgendwo auch gegeneinander abwägen, wo auch noch eben, vorhin war es auch nochmal die Ansprache von anderen Stakeholdern, die damit reinspielen und gleichzeitig eben auch die Politik natürlich da auch gewisse Rahmenbedingungen vorgibt. Aber ich glaube, das ist ein Weg auf jeden Fall, den wir jetzt so weitergehen werden auch. Ja, danke schön auch für den Ausblick an der Stelle und damit will ich meinen Schwerpunkt der Weiterführung dieser Diskussion erstmal hinten anstellen und fragen, ob aus dem Auditorium Anmerkungen, Rückmeldungen dazu sind. Aus dem digitalen Off habe ich gerade die Rückmeldung bekommen, dass noch keine Fragen oder Anmerkungen da sind. Wie sieht es bei dem lokal vorhandenen Auditorium aus? Gibt es hier Rückmeldungen, Fragen? Gerne. Ja, eine Frage, die zum Teil auf das Projekt, jetzt auslaufende Projekt geht, aber natürlich auch in Richtung der Stadt, aber auch in Richtung der Forschenden in die Zukunft hinein. Wenn beteiligt wird, wer beteiligt sich eigentlich wo? Das heißt, wer spricht eigentlich mit? Wer ist Eigentümerin oder Eigentümer der Probleme, über die gesprochen wird? Das heißt, wie ist das in den Quartieren? Ich habe verstanden, dass in den Quartieren erstmal selbst nachgefragt worden ist. Wenn man das weiterdenkt, dann haben wir am Ende wahrscheinlich eine Problemlage, die wir oft in Mobilitätsfragen haben. Es sprechen die, die an einem Ort sind, über das, was sie selbst angeht. Das heißt, wir haben den Landkreis, wir haben Pendlerbewegungen und Ähnliches relativ außen vor, wenn es nicht beteiligen. Das ist aber ein großer Teil, gerade in der Mikromobilität. Denn wie gesagt, die Mikromobilität nutze ich ja gerade auch als jemand, der einpendelt. Ich brauche in Darmstadt kein Fahrrad, wenn ich eins habe. Ich brauche auch keinen Scooter, wenn ich ein Fahrrad habe. Ich brauche das, wenn ich von außen komme. Wie werden die eigentlich eingebunden? Wie ist der Übergang zwischen den verschiedenen Bezirken, zwischen den verschiedenen Stadtteilen, auch den verschiedenen, sag mal, Begegnungsorten, Routen, die man kennt, die einzelne gehen? Und was gibt es da für eine Perspektive, tatsächlich gegebenenfalls eben auch digital gestützt, wirklich eine aussagefähige Beteiligung von weiteren einpendelnden, beruflich Nutzenden etc. zu haben? Denn das sind ja interessante Wege, die wir haben. Also wer kommt zu Konferenzen nach Darmstadt? Wie erfassen wir die Menschen, die im Darmstadium oder selbst in einer kleinen Schaderstiftung eine Konferenz haben? Wie erfassen wir die entsprechenden einpendelnden Studierenden etc.? Wie kann man das stärker noch fokussieren? Eine spannende Frage. Wer möchte versuchen, darauf zu antworten? Ich kann mal versuchen, auf ein paar Aspekte einzugehen, wenn ich noch alles jetzt zusammenkriege.
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall natürlich, dass jede Mobilität eigentlich zu Hause erstmal anfängt. Insofern ist es natürlich schon wichtig anzufangen im Quartier, wo man eben auch den ersten Schritt vor die Tür setzt und die sogenannte erste Meile abwickelt. Insofern finde ich das schon auch ein interessanter Ansatz, dort auch in die Quartiere eben reinzugehen. Wenn wir jetzt auf das Thema Mikromobilität und das vielleicht nochmal im Speziellen auf die E-Tretroller fokussieren, ist tatsächlich da auch so ein, also aus meiner Wahrnehmung, so ein Repräsentanzproblem, dass nämlich die Menschen, die das wirklich auch nutzen, gar nicht in den Beteiligungen auftauchen. Aber dafür haben wir eben auch beispielsweise Nutzungsdaten von Anbietenden. Da sehen wir eben auch, wo wird eine Fahrt irgendwie beendet, wo wird die angefangen, wo sind die Hotspots. Und das fließt natürlich auch mit unserer Planung ein. Deswegen ist so eine Beteiligung auch immer nur ein Aspekt von vielen, die wir versuchen, dann eben fachlich einzuordnen. Gleichzeitig, wenn man jetzt nochmal über größere Pendlerbeziehungen spricht, dann muss man vielleicht auch nochmal zielgruppenspezifischer einsteigen, weil es tatsächlich nicht so trivial ist, letztendlich beispielsweise quartiers- oder gemarkungsübergreifend natürlich sich anzugucken. Aber da wird auch beispielsweise viel mit Betrieben gearbeitet, die überregionale PendlerInnen haben, wo dann eben auch eben eine Analyse von den Mobilitäten an den Standorten oder Zinsstandorten hingemacht wird und dann nochmal explizit auf diese Zielgruppenbedürfnisse bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Wie das aber, glaube ich, generell auch nochmal in der Repräsentanz auch abgewickelt werden kann, wäre für mich auch eine Frage an die Politik und an die Politikwissenschaft letztendlich vielleicht. Ich versuche mal an der Stelle das Tool nochmal ins Spiel zu bringen, was jetzt hier eingesetzt worden ist an der Stelle in dem Projekt. Das lässt sich natürlich auch nicht nur auf die Mikromobilität eines Quartiers beziehen, sondern im Grunde genommen, das wäre der nächste Schritt, den man dann mit dem Tool machen sollte oder machen müsste. Das soweit offen, dass im Grunde genommen alle Mobilitätsteilhabenden, auch die im Umkreis der Stadt Darmstadt beispielsweise, dazu bitten würde, mit dieser App ihr eigenes aktuelles Fahrverhalten zu dokumentieren, um damit im Grunde genommen bestehende Strömungen oder Verkehrsnutzung, Verkehrsmittelnutzungen zu identifizieren und im zweiten Schritt auch nochmal abzufragen, was hemmt Sie denn daran oder was wären denn Angebote, die jetzt in einem zukünftig eine Verhaltensveränderung mit sich bringen würde und dann, wenn das in einem großen Umfang gelänge, die Bürger dann und die Mobilitätsnutzenden damit einzubinden, dann würde man auf jeden Fall eine Art Datenbasis haben, die unabhängig von diesen Abstraktionen, die man im Moment macht, indem man da mal eine Gruppe befragt und da mal eine Gruppe befragt, vielleicht einen größeren Umfang darstellen würde und auch eine validere Datengrundlage liefern könnte. Ob das funktioniert, müsste man mal erproben. Ja, vielleicht auch als Zustimmung, dass aus technischer Sicht, also dieses Tool entsprechend zu erweitern, sowohl räumlich als auch von den Funktionalitäten, auch von den Art der Abfragen, die man dann noch mit einbringt, ist, das ist nicht so die Herausforderung, aber die Herausforderung ist natürlich, die Leute zu erreichen, von denen man diese Rückmeldung haben will. Also wie bringt man sowas veröffentlicht und bringt die Leute dazu, mitzumachen. Also könnte man so kleine Hubs haben, wie zum Beispiel die größeren am Dammstadium, in der Schaderstiftung, an unterschiedlichen Orten, wo halt solche Leute dann auch hinkommen, dass man das dann da zur Verfügung stellt oder über die überregionalen Mobilitätsanbieter müsste man sich überlegen. Aber das ist natürlich was, das ist dann der Knackpunkt, denke ich. Wenn ich da nochmal eingreifen darf, genau, das sind diese Touching Points letztendlich, ne, wo man eben die Zielgruppe dann abgreift und auch so ein Commitment dann an so einer Umfrage teilzunehmen halt irgendwie versucht, irgendwo zu bewegen. Und da muss man eben gucken, wie spreche ich denjenigen an? Und da sehen wir tatsächlich irgendwie gerade große Betriebe als ganz wichtigen Player. Oder was wir auch ganz viel machen, ist in Schulen auch die Mobilität zu analysieren, wo wir halt einfach genau wissen, über was für eine Zielgruppe reden wir da eigentlich. Und da kriegen wir auch immer relativ gute Ergebnisse und dann kriegen wir auch ein Commitment, wenn es ums Umsetzen von Maßnahmen geht. Man kann auf jeden Fall darüber reden, wie man das vielleicht nochmal in einem größeren Maßstab oder nochmal andere Zielgruppen anspricht. Ist, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile eine Frage aus dem Chat und zwar auch in Bezug auf die Pendlerproblematik. Wenn man das Tool auf die Stadt-Umland-Beziehungen ausweitet, was sind die technischen Herausforderungen in Sachen Daten? Kann das stadtübergreifend in das Tool integriert werden?
Also das kann ich ganz, ganz klar mit Ja beantworten. Was wir ja auch schon gemacht haben, wir haben ja auch schon für das Darmstädter Umland entsprechend auch Apps umgesetzt und konnten da auf offene Daten zurückgreifen, die es vom Land Hessen gibt. Also das Land Hessen stellt Geobasisdaten als Open Data zur Verfügung. Das sind die Luftbilder, das sind Geländemodelle, das sind auch 3D-Daten in LOD2. Also da hat man jetzt nicht Texturierungen dabei, da hat man nur so Klötzchenmodelle, aber das reicht ja für diese Art von Anwendungen. Vielleicht braucht man auch gar nicht mal 3D. Auch das ist so die Frage, wann braucht man denn überhaupt 3D in so einer Beteiligung? Oft reicht dann vielleicht auch 2D. Und diese Daten sind frei verfügbar und sind damit auch über die Städtegrenzen, auch über Landesgrenzen, auch die anderen Länder stellen diese Daten zur Verfügung, sind die nutzbar in so einer App. Dazu vielleicht ganz passend, ich habe hier noch weitere Fragen, und zwar von einem Vertreter einer kleineren Kommune, der fragt nämlich auch, dass für Darmstadt ja die Daten für das Tool bereits vorliegen. Was machen jetzt kleinere Kommunen, die solche Daten nicht bereits bereitstellen? Genau, also da gibt es genau diese Möglichkeit, die Daten vom Hessischen Landesamt für Geoinformation und Bodenmanagement, die bereitgestellt werden. Man muss natürlich schauen, je nachdem, was für Anforderungen man an die Datenqualität hat, ob das dann ausreichend ist. Aber für viele Fälle würde ich mal sagen, wenn es einfach darum geht, erstmal diesen räumlichen Eindruck zu haben, Wiedererkennungswert und nicht vermessungsgenau irgendwelche Planungen machen zu wollen, kann man mit diesen Daten eigentlich schon sehr gut auch arbeiten. Und andere Bundesländer stellen diese Daten auch Open Data zur Verfügung, Rheinland-Pfalz beispielsweise, Nordrhein-Westfalen tut's, Hamburg tut's und bei dem Rest müsste ich jetzt auch nochmal prüfen, wie es aktuell der Fall ist. Sie müssen es alle nach, es gibt ein Geodatenfreiheitsgesetz, Geodatenzugangsgesetz, genau, in dem festgelegt ist, dass diese Daten auch offen zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Länder sind ein bisschen unterschiedlich weit damit. Es hat auch natürlich immer wieder verwaltungstechnisch auch immer noch einige Hürden, die da zu nehmen sind. Und die Art und Weise, wie sie dann bereitgestellt werden, ist natürlich auch nicht festgelegt. Also wie leicht wir dann wieder an die Daten auch kommen und sie einbinden können, das ist auch sehr unterschiedlich. Aber sie sind zumindest frei verfügbar. Dann hätte ich hier noch eine Frage auch an Sie und an Frau Stahl. In Ihrem Prozess spielt eine Bürgerinnenbeteiligung am Anfang das eine prominente Rolle. Wie wichtig ist die Befragung? Kann ich auch ohne das Wissen in eine Partizipation gehen? Kann nicht auch nur die Verwaltung eine solche Vorbereitung leisten? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich fange trotzdem mal an. Diese Bürgerbefragung, die wir am Anfang durchgeführt haben, war für uns vor allem eben einfach eine Bestandsaufnahme und um die Quartiere, die wir dann genauer betrachtet haben, kennenzulernen, um darauf aufbauend dann auch bedarfsgerecht, also die drei Quartiere sind ja sehr unterschiedlich, auch von ihrer Bewohnerstruktur und auch von ihrem Mobilitätsverhalten, um dann auch bedarfsgerecht diese Workshops gestalten zu können und die Fragen entsprechend stellen zu können. Eine Teilnahme als Bürgerin ist dann, Bürgerin ist dann in jedem Fall trotzdem möglich, ob man jetzt an der Umfrage teilgenommen hat oder nicht. Gut, dann gehe ich weiter zur nächsten Frage. Und zwar, hatten Sie neben der Stadt auch andere Partner im Bereich Mobilität an Ihrer Seite? Also war hier die HEAG mit an Bord zum Beispiel? Soll ich das kurz beantworten? Ja, wir haben noch zusammen mit der HEAG Mobilo gearbeitet. Die haben uns auch immer ganz fleißig Input gegeben, was gerade so brennt. Dann haben wir noch mit der Digitalstadt zusammengearbeitet, beziehungsweise uns mit denen gemeinsam ausgetauscht, weil die in anderen Projekten auch schon Erfahrung mit digitaler Beteiligung gemacht hatten. Genau, bei der Stadt eben das Mobilitätsamt, vertreten heute durch Herrn Trevisan. Hier noch eine Frage an Herrn Trevisan. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihren Workshops in Sachen Beteiligungswilligkeit? Wie viele Leute kommen? Ich nehme an, grundsätzlich. Beteiligungswilligkeit, genau. Wie viele Leute grundsätzlich kommen bei Workshops? Ja, da haben wir unterschiedliche Reaktionen tatsächlich. Wir haben auch im letzten Jahr haben wir auch zu einem Forschungsprojekt im Rahmen von
Quartiersmobilität, Quartiermobil 2, auch insgesamt nochmal 4 Quartiersworkshops durchgeführt in einem qualitativen Prozess. Und da hatten wir auch quasi in 4 Quartieren 2 sehr gut besuchte Workshops, die übervoll auch waren tatsächlich, und 2 nicht ganz so stark gefüllte Workshops. Das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen darauf an, wie stark vielleicht auch innerhalb der Quartiere sich Menschen auch organisieren oder wie stark das Interesse daran ist. Aber wir sehen jetzt nicht da irgendwie eine Regelmäßigkeit, aber es ist unterschiedlich. Tatsächlich sind die aber eigentlich in der Regel sehr gut besucht und auch da sind sehr viele interessierte Menschen meistens. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar von einem Mitglied der TU Darmstadt. Können Sie nicht ein Nachfolgeprojekt genau zu dieser Problematik aufsetzen? Könnte man dann die TU Darmstadt und die HDA, also Hochschule Darmstadt, mit einbinden? Es gibt ja viele Beschäftigte und Studierende, die nach Darmstadt einpendeln. Also die Idee ist mit Sicherheit richtig, sich den Kreis der Studierenden oder auch der Mitarbeitenden, die TU Darmstadt hat ja auch über 5000 Mitarbeitende, hier entsprechend mit einzubinden. Die Herausforderung ist aktuell nicht die Fragestellung, an wen man das Ganze adressiert, sondern wer die Grundfinanzierung für so eine Weiterführung eines solchen Forschungsprojektes bereitstellt. Weil das, was das Land Hessen den Hochschulen an Mitteln zur Verfügung stellt, reicht gerade so für die Lehrer aus, aber nicht mehr für eigenbestimmte Forschung. Also schon seit 10 Jahren weit von weg, dass das Geld dafür noch reichen würde. Das heißt, wir sind immer auf Drittmittelfinanzierung angewiesen, um solche Forschungsprojekte durchführen zu können. Und wenn es die leider nicht gibt, dann ist es auch schwierig, in dem Bereich weiter zu forschen. Das war es erstmal aus dem Chat, glaube ich. Gucken. Dann gerne nochmal ins Auditorium. Sind zwischenzeitlich noch Fragen aufgekommen? Ja, nur eine kleine Frage. Michelle Knott hatte ja in ihrer Einführung darauf hingewiesen, dass es doch so einen sozialen Bias gibt in Beteiligungsprozessen, und umso spezifischer die werden, umso größer wird der Bias. Hat sich das auch in dem Projekt gezeigt? Also es war ja sozusagen mehrstufig, Umfrage, dann 2 Workshop. Kann man da was dazu sagen? Ich weiß, die Zahlen der Beteiligten waren natürlich sehr gering und das sind natürlich dann auch keine repräsentativen Aussagen, aber haben sich eben auch an den Workshops diejenigen beteiligt, die sich immer beteiligen, oder gab es da vielleicht auch eine gewisse Varianz? Ja, es gab eine kleine Trendverschiebung, würde ich jetzt mal sagen. Während wir vorhin gesehen haben, oder Frau Knott gesagt hat, dass es männlich und weiblich gut ausgeglichen war, war das in unseren Workshops überhaupt nicht der Fall. Also es waren irgendwie so 95% Männer da. Die erfreuliche Nachricht, es waren wesentlich mehr junge Leute da, sag ich mal, so als kleiner Trend. Unsere Vermutung, und das haben wir auch später in Analysen gesehen, geht natürlich auch auf dieses Thema digitale Beteiligung zurück. Also das heißt, digitale Beteiligung spricht eben tendenziell jüngere Leute an und eben auch tendenziell mehr Männer. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich habe jetzt hier noch eine Frage. Und ja, zwar, gerne doch. Wie wichtig ist eine Beteiligung der städtischen Verwaltung an solchen Bürgerworkshops? Also sie ist grundsätzlich mal sehr wichtig. Man muss aber dabei deutlich machen, dass unser Forschungsansatz nicht darauf hinaus lief, intensive Diskussionen zwischen Stadt und einzelnen Bürgern an der Stelle zu implementieren, sondern die Grundlagen zu liefern, damit weitere Überlegungen diesbezüglich stattfinden können. Was man tatsächlich in den Workshops dann punktuell hat feststellen können, ist, dass es doch sehr stark in die Richtung gegangen ist, dann einzelne Aspekte verstärkt auch versuchen, bei der Stadt unterzubringen, um da die eigenen Belange dann entsprechend zu positionieren. Was nicht Ziel des Workshops war und worauf wir auch ganz ausdrücklich hingewiesen haben, sollte also kein Dialog einzelner Bürger stattfinden an der Stelle oder Mobilitätsamt stattfinden, sondern es sollte ja das Gesamtszenario betrachtet werden. Das lässt sich aber nie ausschließen, wenn Sie so Workshops machen, dass Menschen das dann eben nicht in dem Bereich so sehen, wie wir das gerne ausgestaltet hätten.
Ja, vielleicht noch ergänzend. Es ist vor allem immer dann wichtig, wenn Leute in ihrem Leben beeinflusst werden oder sie davon betroffen sind, so ganz grundsätzlich. Und letztlich entsteht dadurch auch das Interesse, sich zu beteiligen. Also vor allem sind Menschen daran interessiert, sich zu beteiligen, wenn sie wirklich davon betroffen sind oder einen individuellen Nutzen, sage ich mal, aus der Beteiligung für sich selbst rausschlagen können. Gut, weitere Fragen? Dann würde ich noch eine ganz schnelle letzte Runde machen, bevor wir dann die Diskussion für den heutigen Abend schließen. Frau Klien, wo sehen Sie Ihre Überlegungen in 5 bis 10 Jahren? Meine Überlegung oder unser Tool? Das Tool, natürlich. Also ich hätte natürlich gerne, dass es in jeder Stadt, in jeder Kommune ein Angebot gibt, dass man eine Smarticipate-Möglichkeit hat. Es muss nicht unser Tool sein, aber dass es die Möglichkeit gibt, damit sehr schnell diese Art von digitaler Partizipation herzustellen. Nicht ausschließlich, würde ich denken, auch in 10 Jahren noch nicht. Es muss immer auch analog noch mit etwas Analogem vorangehen, aber dass man diese Möglichkeiten installiert hat und dass man sie auch nutzt, um schnelles Feedback zu geben. Ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt, den man über diese digitalen Formate natürlich auch sehr gut machen kann, dass man sowohl teilweise automatisiert, weil man bestimmte Dinge, die vorgeschlagen werden, natürlich auch direkt abprüfen kann. Wie realistisch ist das? Gibt es denn vielleicht auch noch irgendwelche Kriterien, die ich auch direkt schon an denjenigen zurückspielen kann, die ja direkt auch mit einplanen kann, beziehungsweise die ja auch direkt als Feedback bekommt zu einer Maßnahme oder zu einem Vorschlag, beziehungsweise dass ich dann auch über diese Kommentarfunktion mit anderen, die ich vielleicht sonst so analog auch nicht treffen würde, in einen Austausch kommen kann und dann als drittes, wenn solche Auswertungen dann stattfinden bei der Stadt, auch alle, die mitgemacht haben, auch ein direktes Feedback bekommen über diesen digitalen Austausch. Und das ist, glaube ich, eine starke Argumentation für so ein digitales Format ist. Dankeschön. Frau Kluge, eine ähnliche Frage natürlich auch logischerweise an Sie. Wie sieht Bürgerpartizipation in 5 bis 10 Jahren aus? Also, ich denke, dass der Kreis der Betroffenen von Transformationsvorhaben auf vielerlei Art auf jeden Fall in den nächsten Jahren rasant anwachsen wird. Um das jetzt mal auf das Thema Quartiersentwicklung nochmal zu beziehen, ist es natürlich so, dass hier es ganz viele bauliche Maßnahmen auch gibt, die ganz optisch auch in die Lebenswelt von Menschen eingreift. Und ich glaube, da gibt es ein sehr, sehr großes Potenzial für diese Visualisierungstechnologie, weil das eben den Leuten und den Betroffenen und auch in dem Fall, wenn dann was umgesetzt wird, den Beteiligten wesentlich einfacher fällt, Maßnahmen vorzustellen, wenn sie das Ganze sich visualisieren können. Ja. Okay, danke. Ans Landmanagement die Frage, wie sieht eine Entwicklung in 5 bis 10 Jahren aus, die sich in Richtung nachhaltiger Mikromobilität darstellen könnte? Ja, also vielleicht nicht unbedingt nur Mikromobilität, sondern Mobilität im Allgemeinen ist ja ein super spannendes Thema, was auch einfach wirklich jeden von uns betrifft. Jeder ist irgendwie involviert und die Entwicklungen, die es gibt, die wir auch alle erleben, ob das jetzt erstmal positiv wahrgenommen wird oder negativ, regen ja doch auch irgendwie zum Nachdenken an. Sollten auch zum Nachdenken anregen, um einfach das eigene Verhalten ein bisschen zu überdenken oder auch einfach so die Entwicklungen, die es gibt, so ein bisschen zu überdenken und dann auch kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise vielleicht auch mal dann tatsächlich zu einer eigenen Verhaltensänderung anregen. Und ich denke, wenn es jetzt nochmal bezogen auf Mikromobilität, das ist natürlich auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich persönlich halte es trotzdem auch für einen wichtigen Bestandteil. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Ziel ist vielleicht, also aus meiner Sicht nicht unbedingt die Abschaffung des Autos und jetzt auch nicht, dass wir uns nur noch mit mikromobilen Verkehrsmitteln durch die Gegend bewegen, aber einfach, dass man eben auf den Anwendungsfall bezogen das passende Verkehrsmittel wählt. Und da kann auch Mikromobilität einen Beitrag leisten.
Dankeschön. Herr Trevisan, ich will Sie nicht dazu verleiten, eine offizielle Statement der Stadt, der Wissenschaftsstadt Darmstadt jetzt zu geben. Ich würde Sie eher privat fragen an der Stelle, also Sie rausnehmen aus Ihrer Funktion jetzt als Vertreter des Mobilitätsamts der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Wo sehen Sie denn die Mobilitätsentwicklung und wo sollten die sein in 5 bis 10 Jahren? Ja, wo sollten die sein oder wo werden die sein? Also ich glaube, Mobilität ist gerade eins der ganz dynamischen Transformationsthemen. Wahrscheinlich können wir uns auch gar nicht vorstellen, wie es in 10 Jahren aussieht, aber wir arbeiten ja heute schon sehr datengetrieben. Beteiligungen sind auf verschiedenen Ebenen heute schon Teil unserer Planungen. Und gerade wenn wir darüber reden oder wenn wir darüber nachdenken, wenn es um Effizienzen geht, es geht ja um Transformationsprozesse, ist ja Mobilität nur ein Teil, ne? Und ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir auch handeln müssen. Die Technik, die jetzt da ist, gibt uns auch schon Handlungsrahmen vor. Ich will dann vielleicht sogar ein bisschen über Mikromobilität hinausgehen. Es kommt bald das autonome Fahren. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr ganz so lange dauern. Und ich glaube, dann reden wir über ganz andere Dynamiken und auch ganz viele ganz andere Iterationsschleifen letztendlich, wenn es um die Rückkopplung geht von Bedürfnissen, von Algorithmen und dann wie letztendlich Mobilität abgewickelt wird in den Städten. Ich glaube, da wird noch sehr viel Spannendes jetzt in den nächsten Jahren zu uns kommen und ich wage jetzt keinen Blick in die Glaskugel, aber es wird sich, glaube ich, ändern. Ja, prima. Auch Dankeschön für das Statement. Und wenn jetzt auch im digitalen Raum keine Rückmeldungen mehr sind, dann danke ich Ihnen allen für die aktive Teilnahme, die Diskussion. Ich hoffe, Sie haben einige neuere Punkte mitnehmen können und auch nachdenkenswerte Dinge mitbekommen. Und wie wir es zum Abschluss vielleicht jetzt kurz sagen könnten, die Zukunft ist spannend und im Teil der Mobilität nochmal extra spannend. Und ich hoffe alle, dass wir auch über unser eigenes Verhalten entsprechend nachdenken und unser entsprechend dann Verhalten. Ich danke für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt. Wir sind gerne Ihre Ansprechpartner, auch als potenzielle Forschungsprojektpartner, um diesen kurzen Werbeblock zum Schluss nochmal einzubringen. Und danke für die aktive Mitwirkung. Gute Zeit.